Die teuerste Ranking-Show im deutschen Fernsehen. Unsere Top 5 der Steuerverschwendungen. Platz 5. Ein Neubaugebiet in Schleswig in Schleswig-Holstein. Die Grundstücke hier sind alle durch Buchenhecken abgegrenzt, kilometerlang. Und weil die Hecken zum Bebauungsplan gehören, genießen die Eigentümer einen besonderen Heckenpflegeservice. Wie praktisch, wenn die ganze Arbeit, wie hier die Jungs von den Stadtwerken übernehmen. Und noch schöner, wird alles aus Steuergeldern bezahlt. 55.000 Euro kostet die Pflege der Hecken im Jahr. Bezahlt aus der Stadtkasse. Und es wird noch absurder. Das Lustige an diesen städtischen Hecken ist, dass sich die meisten Leute direkt dahinter gleich noch eine Hecke gepflanzt haben. Denn zwischen den privaten Grundstücken und Hecke liegt ein Meter Abstand. Und dieser Meter gehört der Stadt. Nerviges Niemandsland für die Anwohner, aber lustig für uns. Pac-Man ist da! Für so ein Spielchen ist das Heckenlabyrinth doch perfekt geeignet. Kostet allerdings 55.000 Euro im Jahr. Um fast 13 Mal so viel Kohle geht's bei unserem Platz 4. In der Lausitz zwischen Haselbachtal und Kamenz wurde dieser vollautomatische Bahnübergang gebaut. Der hat 700.000 Euro gekostet, steht allerdings mitten auf dem Feld, verbindet also nur Acker und Wiese. Das ist Skandal, so ungefähr. Blödsinn, das Ding. Eigentlich soll der Bahnübergang mal Teil eines Radweges werden. Nur dummerweise hatte das Land noch gar kein Baurecht für die angrenzenden Wiesen. Also kommt man bislang nur über den Acker zur Bahnschranke. Und noch was ist komisch. Das besonders Kuriose an diesem schicken neuen Bahnübergang ist, dass es nur ein paar Meter weiter entfernt bereits einen Bahnübergang gibt. An der neuen Schranke hat nur eine Spaß. Kuhliese. Zumindest ihr sind die Kosten von 700.000 Euro. Ja, scheißegal. Kommen wir zu Platz 3. Finnentrop im Sauerland. Ein Ort, an dem SternTV die Musikgeschichte neu geschrieben hat. Über halbe Brücken musst du gehen. Schon nach wenigen Metern bleibst du stehen. Ja, den Rest erspare ich Ihnen. Tatsächlich führen in Finnentrop gleich zwei Brücken ins Nichts. Diese hier nennt sich Lichtblick-Lenneschiene und hört einfach irgendwann auf. Eigentlich sollte diese Brücke darüber in den Tunnel führen. Nur leider hat die Stadt den Tunnel auf Jahre verpachtet. Aber Hauptsache, sie haben schon mal die halbe Brücke hier gebaut. Die führt jetzt nämlich ins Nichts. 210.000 Euro hat dieses ausgeklügelte Bauwerk gekostet. Und damit nicht genug. Finnentrop hat nochmal nachgelegt und an eine Fußgängerbrücke am Bahnhof einfach nochmal ein Stückchen drangehängt. Allerdings nicht über, sondern nur an den Fluss. Kosten 180.000 Euro. Der Bürgermeister nennt es Lennebalkon. Andere finden das Ding so unwichtig wie die Titten am Eber. Tierisch teuer geht's weiter. Für Platz 2 begeben wir uns auf Safari. Er ist schnell. Er ist majestätisch. Und er ist scheiße teuer. Wir gehen nach Stuttgart. Oder besser gesagt in die Schwabensavanne. Ende März schlage ich hier mein Safari-Zelt auf. Denn in der Stadt sorgen Geparden für Angst und Schrecken. Also genauer gesagt, diese Schnellbusse im Geparden-Look. Der sogenannte X1 sollte der schnellste seiner Art sein, steht aber dummerweise immer wieder im Stau. Und kaum jemand nutzt ihn. Entsetzen im Ländle. Millionen werden investiert und nur einer sitzt vielleicht mal drin. Das ist einfach Unsinn. Hier wird nicht gespart, hier wird alles verpulvert. Ein ausgeschmissenes Geld, also genau. Auf Deutsch Steuergeldverschwendung. Ja. Straßenumbau, Ampeln, Betriebskosten. Allein in seinen beiden ersten Jahren soll der Expressbus über 8 Millionen Euro kosten. Ich dachte bisher immer, die Schwaben sind geizig. Aber offensichtlich nicht, wenn es um Steuergelder geht. Bei unserer Berichterstattung im März 2019 nutzten gerade mal 7 Fahrgäste pro Richtung den Bus. Das muss besser werden, wussten schon damals auch die Verantwortlichen im Rathaus. Natürlich gibt es da Potenzial nach oben, das ist keine Frage. Das wünschen sich alle, die an der Linie mitgearbeitet haben. Das ist nicht das Ende der Fahnenstange, keine Frage. Aber es ist auch nicht so, dass niemand mit diesem Bus fährt. Also fragten wir ein Jahr nach der Inbetriebnahme nochmal nach. Die Passagierzahlen müssten doch jetzt mal zugenommen haben. Achtung, Breaking News. Einen Moment, wartet ihr ganz kurz. Ich bekomme nämlich gerade die aktuellen Zahlen aus Stuttgart. Okay. Also, täglich benutzen 2500 Passagiere den Bus.
Das sind bei 170 Fahrten hin und 170 Fahrten zurück. Kann das mal bitte einer kurz zusammenrechnen? 7,4 Passagiere pro Fahrt? Das sind doch dieselben Zahlen wie die alten. Eine teure leere Buslinie. Peanuts gegen Platz 1. Wissen Sie, was mal richtig scheiße ist? Ein Flughafen ohne Flugzeug. Und den gibt's tatsächlich. Und zwar hier in Zweibrücken. 2014 durfte ich hier Pilot mitten auf der Landebahn spielen. Da konnte irgendetwas nicht stimmen. Herzlich willkommen am Flughafen Zweibrücken. Leere Landebahn, kein Mensch am Kofferband. Alle Geräte und Maschinen eingemottet. Der Flughafen Zweibrücken war pleite. Dem Geschäftsführer blieben nur Erinnerungen. In den Hauptstoßzeiten hätten wir erstens hier nicht stehen können, weil sehr viel Betrieb war. Und dann standen hier bis zu 3 Boeing 737 Jets und haben Passagiere befördert. Tja, und jetzt stehen wir alleine hier. Mit 47 Millionen Euro hatte die EU den Flughafen subventioniert. Dummerweise entsprachen die Beihilfen nicht gültigem Recht. Der Airport sollte sie zurückzahlen und war pleite. Da würde mich jetzt mal die Meinung unseres Experten interessieren. Okay, dankeschön. Dabei hatte man hier 2009 noch 18 Millionen Euro investiert in eine topsanierte Megalandebahn. Aber die fette Landebahn wird mittlerweile wieder genutzt. Allerdings ein bisschen anders, als man sich das so an einem Flughafen vorstellt. Ja, hier brettern jetzt regelmäßig Autos rum, unter anderem für Testfahrten. Sogar Rennen fanden hier schon statt. Landen tun hier nur noch Privatflugzeuge. Der mit 47 Millionen subventionierte Flughafen ist nämlich verkauft worden für 4,037 Millionen Euro. Guter Deal. Allerdings nicht für den Steuerzahler. Wer hat so viel Pick? Wer